Im Alpenstadion Windisch-Garsten tummelt sich derzeit der internationale Spitzenfußball. Mit dem 1. FC Köln brachte die Turnierserie der Upper Austria Summer League eine weitere Top-Fußballmannschaft in die Pörn-Pril-Region. Rund 770 Kilometer weit entfernt von Geisbockheim brachten Trainer Peter Stöger und Co-Trainer Manfred Schmid mit einem straffen Trainingsprogramm die Profis des 1. FC Köln ins Schwitzen. Erklärtes Ziel ist es, dass nach dem Trainingslager in Windisch-Garsten das Team des 1. FC Köln topfit in die neue Saison starten kann. Wir haben super Trainingsbedingungen, ist alles perfekt. Also wenn ich es aussuche, hätte können, hätte ich es auch so gemacht, aber es war schon vorher alles reserviert. Für die kommende Saison gibt es konkrete Zukunftspläne. Wir wollen schauen, dass wir unsere Mannschaft weiterentwickeln. Wir wollen schauen, dass wir irgendwann einmal in die deutsche Bundesliga kommen. Dass es mehrere Vereine wollen, ist auch klar. Dass es nicht so leicht wird, ist auch klar. Aber dann heißt es eben viel dafür tun und viel dafür arbeiten. Einen guten Eindruck von der Mannschaft. Das ist eine junge, wirklich eine Mannschaft, die sehr viel dafür tut, dass sie sich weiterentwickelt. Rundum zufrieden mit den Bedingungen in Windisch-Garsten ist auch Vizepräsident Toni Schumacher. Ja, wir haben eine wunderbare Anlage vorgefunden, da muss man euch für zu gratulieren. Wunderbar, drei hervorragende Plätze und alle bemühen sich natürlich um uns und lesen uns jeden Wunsch von den Augen ab. Und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen, für, dass wir in eine gute Saison starten. Wie bereits im Vorjahr sind die Kölner Fußballprofis und ihre Angehörigen im Wellnesshotel Dilly untergebracht. Sie werden dort bestens betreut. Die Familie Dilly macht natürlich alles für uns. Ne? Das Hotel, das ist ja ein ganzes Paket. Das Hotel, wie sie sich um uns bemühen, die Plätze und so, das ganze Paket ist wunderbar. Auch die Freizeitmöglichkeiten, die Mannschaft hier hat, da kann man sie nur drum beneiden.